Willkommen in der Welt des Unwahrscheinlichen, in der die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion täglich immer mehr verschwimmen. X-Faktor, das Unfassbare, präsentiert von James Brolin. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen, in der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. Auf dieser Tafel hier lesen wir das Wort falsch. Doch wenn wir näher hinsehen, erkennen wir das Wort wahr. Die Geschichten, die Sie gleich sehen werden, könnten beides sein, sowohl wahr als auch völlig frei erfunden. Alle Geschichten werden Ihnen auf den ersten Blick recht unwahrscheinlich vorkommen und tatsächlich sind einige davon auch nicht ganz wahr. Aber die anderen sind wirklich passiert. Es sind wahre Geschichten über Menschen wie Sie und mich. Es geht um absolut authentische Ereignisse, auch wenn wir Namen und Details verändert haben. Am Ende der Sendung erfahren Sie, welche Geschichten wahr sind und welche nicht. Haben Sie auch schon mal etwas gesehen, was gar nicht da war? Ein Vorhang bewegt sich, obwohl keiner dahinter steht, oder eine Figur im Nebel entpuppt sich als Schatten, oder die bekannte Wasserlache auf dem kochenden Asphalt vor Ihnen. Mona sieht im Spiegel ständig ein Gesicht, immer nur das eine. Vielleicht handelt es sich gar nicht um eine Erscheinung. Vielleicht ist es nur eine Illusion. In diesem Frühling kam alles zusammen. Wir steckten in einer tiefen Ehekrise und außerdem waren meine Eltern kurz nacheinander gestorben. Kein Wunder, dass ich diesen Nervenzusammenbruch hatte. Ich war sogar im Krankenhaus. Nachdem sie mich entlassen hatten, gingen diese fürchterlichen Halluzinationen los. Ich hatte sie nur, wenn ich in den Flurspiegel im ersten Stock blickte. Ich war über meinen Gesamtzustand sehr beunruhigt. Aber das Schlimmste war diese Frau, die mich jeden Abend im Flur erwartete. Dr. Hayes, es war ein Rückfall, ganz bestimmt. Nein, Mona, das war es nicht. Aber ich sehe Ihr Gesicht im Spiegel. Sie versuchen, den Tod Ihrer Mutter zu verarbeiten und Sie stehen dadurch unter einem enormen emotionalen Stress. Sie schlafen zu wenig. Warum sehe ich Sie nur in diesem Spiegel? Ich habe Angst, dass ich bald wieder ins Krankenhaus muss. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, Mona. Sie können sehr stark sein. Und wenn wir den Spiegel abhängen? Ja, das wäre eine gute Idee. Der Spiegel ist nicht das Problem, Mona. Schauen Sie, was Sie vor allem brauchen, ist Ruhe. Rufen Sie morgen an, dann reden wir weiter. In Ordnung? An diesem Abend hatte ich alles Mögliche, um nur nicht ins Bett gehen zu müssen. Natürlich hatte Dr. Hayes recht. Ich musste mir Reserven zulegen. Aber ich traute mich nicht an dem Spiegel vorbei. Also schaffte ich im Haus Ordnung, wenn schon in meinem Kopf keine Ordnung war. Mona, du wolltest doch ins Bett kommen. Ich komme ja auch gleich. George war schon im Bett. Meine Angst vor diesem Spiegel hatte schließlich nichts mit unseren Eheproblemen zu tun. George bedeutete mir immer noch sehr viel. Und unsere Liebe hatte ein starkes Fundament. Doch ich hatte Angst, dass ich meinen Mann und meinen Verstand gleichzeitig verliere. Das Licht im Flur ist noch an. Oh. Soll ich's ausmachen? Lass nur. Ich geh schon. Offensichtlich wollte George, dass ich meinen Dämonen begegne. Er hatte ja keine Ahnung, wie real sie für mich waren. Musik.
Schon gut, ich bin bei dir, Mona. Die Unwetter hielten den ganzen Monat über an. Dann kam auch noch der Sturm dazu. Und eines Abends blieb George deshalb in der Stadt. Hallo? Oh, George, hi. Aha. Weißt du, ich warte nämlich auf... Was? Du kommst heute nicht? Ganz sicher nicht? Oh, George, kannst du es denn nicht versuchen? Nein! Mir geht es gut, ja. Gut, ich lasse das Licht an. Mhm. Ja, ich dich auch. Bis dann. Ich zitterte am ganzen Körper, aber ich nahm mir vor, nicht durchzudrehen. Keine Ahnung, weshalb ich nicht einfach unten schlief. Wahrscheinlich wollte ich nicht, dass George mich hier findet, falls er doch noch nach Hause kommen sollte. Aber ich traf zumindest eine Entscheidung. Irgendwie war es kindisch. Ich wollte es Dr. Hayes verschweigen, doch ich war allein. Und ich musste etwas gegen diese Ängste unternehmen. Wenn ich heute an die furchtbaren Ereignisse in dieser Nacht denke, erscheint es mir wie ein Wunder, dass ich den nächsten Morgen noch erlebt habe. Ich wusste nicht, wer das war. Aber er hatte diese Frau im Spiegel auch gesehen. Und das rettete mir das Leben. Der Einbrecher wurde ein paar Straßenecken weiter gefasst und redete wirres Zeug, aus dem keiner schlau wurde. Die Polizisten kannten ihn schon. Ein Jahr zuvor hatte er eine andere Frau ermordet und war aus der Haft entkommen. Mona erkannte die Tote auf einem Zeitungsfoto wieder. Es war dieselbe Frau, die ihr wochenlang im Spiegel erschienen war. Aber seit dieser Nacht hat sie die Frau nicht mehr gesehen. Ist diese Geschichte, die Sie eben gesehen haben, wahr? Oder eine spiegelblanke Lüge? Haben Sie es sich gerade gemütlich gemacht? Im Sessel oder auch auf einem lauschigen Sofa? Ganz egal. Kann das nicht was Wunderschönes sein? Aber plötzlich wird alles anders. Das Schicksal bricht über Sie herein. Man hält sie für einen Mörder und sie haben auch tatsächlich kein Alibi. Ganz plötzlich finden sie sich auf einem sehr unbequemen Sessel wieder. Der elektrische Stuhl ist eine ziemlich einfache Konstruktion und besteht aus Holz, Lederriemen und Elektrokabeln. Er ist eine sozusagen todsichere Hinrichtungsmethode, ebenso grausam wie effektiv. Okay, Buddy. Vier Uhr.
Selbst die härtesten Kerle unter den Gefangenen bekommen bei ihrem letzten Gang weiche Knie. Mach's gut! Ich denke an dich, Alter. Ray wusste bereits, dass er der Nächste sein würde. Doch zunächst wurde an einem anderen Mann ein Urteil vollstreckt, das der Richter und die Geschworenen gefällt hatten. Die Riemen halten den Gefangenen im Stuhl, wenn der Strom durch seinen Körper fährt. Die Binde stammt aus der Zeit der standrechtlichen Erschießungen. Heute verhindert sie, dass dem Delinquenten die Augen aus dem Kopf treten. Dann kommt die Haube und als letztes schließlich der Hebel. Strom! In ein paar Tagen würde auch dieser Mann auf dem elektrischen Stuhl sitzen. Raymond Michael Edmonston. Verurteilt wegen Mordes. Es war Lee Calvins erster Fall als Strafverteidiger. Er war der Einzige, der von Rays Unschuld überzeugt war. Doch Rays Hinrichtung rückte immer näher. Nach dieser Mahlzeit würde er in seine Zelle zurückkehren, um ein letztes Mal darüber nachzudenken, was ihn hierher gebracht hatte. Und was er aus diesem Leben hätte machen können. Einem Leben, das nur noch 4 Stunden dauern würde. Tut mir leid, Ray. Ich habe alles versucht. Schon gut. Das weiß ich doch. Okay, Ray, zurück in die Zelle. 2 Zeugen wollen beobachtet haben, wie Ray den Besitzer eines Schnapsladens erschossen hatte. Aber sie hatten ihn nur von hinten gesehen und die Tatwaffe wurde niemals gefunden. Ray hatte kein Alibi. Calvin konnte nichts für ihn tun. Es ist Zeit, Ray. Ray war in den 60ern von der Schule geflogen und ging nach Vietnam. Als er zurückkehrte, hatte er keine Wohnung mehr und lebte jahrelang auf der Straße. Monatelang hatte er seine Unschuld beteuert, aber eines Tages wurde ihm klar, dass es niemanden interessierte. Er kannte nur noch ein einziges Gefühl und das versuchte er zu verbergen. Die Angst. Test! Gut. Bringt den Mann her! Oh, Junge. Schon gut, ich bin sein Anwalt. Er ist fertig. Strom. Überprüfen. In Ordnung. Und Strom. Bringt ihn wieder zurück. Wo Calvin gescheitert war, sprang das Schicksal ein. Die Hinrichtung wurde um 24 Stunden verschoben. Die Wärter konnten keinen Fehler in der Stromzufuhr entdecken. Gehen wir, Ray. In jenem Moment, als die Stromzufuhr versagte, fand ein anderes Verbrechen statt. Und zwar ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Schnapsladen. Die Polizisten, die den Räuber verhafteten, waren dieselben, die in Rays Fall ermittelt hatten. Die Ähnlichkeit zwischen dem Verhafteten und Ray sowie die Übereinstimmung bei der Vorgehensweise des Täters machten sie stutzig.
Noch ehe die Ergebnisse der ballistischen Tests vorlagen, gestand der Täter den Mord, für den Ray 6 Jahre hinter Gittern verbracht hatte. 2 Tage vor seinem 50. Geburtstag wurde Ray entlassen, um sein Leben neu zu beginnen. Ist das wirklich passiert? Ein elektrisches System, das bis dahin fehlerlos gearbeitet hatte, versagt bei der Hinrichtung. 2-mal. Und außerdem war dieser Ray Edmonston unschuldig. Manchen mag dieser Stromausfall deshalb wie eine himmlische Fügung vorkommen. Oder ist es einfach nur so wie mit einem Automotor, der noch gestern ein paar Mal nicht anspringen wollte und heute wie geschmiert läuft? Oder wie die Glühbirne hier, die auch nur angeht, wann sie will. Eine Menge Künstler sind mit ihrem Leben oft unzufrieden, denn sie sind einfach zu viel unterwegs. Gleich hören Sie Vicky Sawyers Stimme. Sie ist eine erfolgreiche Blues-Sängerin und kommt viel rum. Umso seltener ist sie bei ihrer Familie, worunter sie sehr leidet. Sie denkt immer an ihren Ehemann und ihre Tochter. Ganz egal, wo sie auftritt. When I fall in love, it will be forever. Or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love has ended before it's begun. And too many moonlight kisses. Ja, Kerl hier. Ein Interview nächste Woche, ja? Müsste klappen. Wo ist mein Kalender? Schätze, das ist mein Job. Ich plane Vicky Sawyers Karriere. Ich bin ihr Ehemann. Vicky ist oft auf Tournee und deshalb sind unsere Tochter Molly und ich oft alleine. Es ist nicht immer ganz leicht für uns beide, aber seit Molly mithilft, ist es ein bisschen besser geworden. Ja, ich bin noch da. Nächste Woche wäre ganz gut. Ich werde ihr sagen, sie kommt heute wieder nach Jacksonville. Ja, ich rufe dich an. Danke, Paul. Hey, wollen wir nächste Woche zum Mom nach New York? Cool! Gehen wir ins Ritz? Vielleicht. Kannst du die Briefe zur Post bringen? Klar doch, wenn dafür eine Nacht im Ritz rausspringt. Hallo? Ja, Vicky. Oh, wo steckst du denn? Ich verstehe dich so schlecht. Du weißt doch, ich dich auch. Was ist denn los? Kann gar nicht sein. Es ist 11:15. Hat der Flieger Verspätung? Na klar komme ich. Wohin? Sehr gut. Bis gleich. In der Bar, in die sie mich bestellte, hatte alles angefangen. Dort schmiedeten wir damals ziemlich verrückte Zukunftspläne. Aber all diese Träume sind wahr geworden. Es muss Jahre her sein, seit ich das letzte Mal hier war. Die Bar liegt ganz in der Nähe des Flughafens. Vicky steckt voller Überraschung und sie sagte, sie hätte ein ganz besonderes Geschenk für mich. Komisch. Sah aus, als ob sie den Laden dicht gemacht haben. Sehr merkwürdig. Was würde es für eine Überraschung sein? Naja, ich würde es gleich erfahren. Wahrscheinlich springt sie jeden Moment aus irgendeiner dunklen Ecke. Vicky? Vicky! Unser Tisch. Hier hat sie sich damals entschlossen, das zu tun, was sie tun musste. Zum Glück wussten wir damals nicht, wie ihre Chancen stehen. Sonst hätte sie sich vielleicht niemals auf diesen langen Weg begeben. Vicky? Dad? Was machst du denn hier?
Mom hat angerufen. Ich denke, wir treffen uns hier. Weißt du, weshalb sie sich verspätet hat? Ich habe gefragt, wo sie ist. Sie hat mich aber nicht verstanden. Dann war sie weg. Hm. Komisch, wieder hier zu sein, hä? Ja, wirklich sehr komisch. Hey, warum sind wir eigentlich früher so oft hier gewesen, hä? Das Essen war ja wohl nicht so der Hit, oder? Nein, wir haben meistens vorher gegessen. Hier hatten wir unsere erste Verabredung. Hier an diesem Tisch haben wir beschlossen, dass wir immer zusammenbleiben. Und mir ging das Herz auf. Und wie ging es dann weiter? Naja, es war die Art und Weise, wie sie meine Hand nahm. Und die Zeit mit ihr war so schnell um. Und sie fehlt mir so sehr, wenn sie weg ist. Oh, echt? Ja, echt. Stört es dich nicht, dass Mom das ganze Geld verdient? Nein. Sicher? Deine Mom hat den Erfolg. Sie ist nun mal der Star und ich versuche, sie zu unterstützen, so gut es geht. Wärst du nie eifersüchtig? Du liest ihre Fanpost, siehst die Konzerte und dann die ganzen Kerle dort. Das hat mich früher fast zum Wahnsinn getrieben. Aber ich vertraue ihr und heute stört es mich gar nicht mehr. Habe ich auf dieser Jukebox immer die Songs für euch gedrückt, weißt du das noch? Oh ja, und wenn du getanzt hast, bekam dich keiner mehr von der Tanzfläche. Einmal haben wir sogar zu dritt gesteppt, du, ich und Mom. Erinnerst du dich noch? War das irre. Das vergesse ich nie. Wenn ich mal Kinder habe, werde ich das auch machen. Weißt du, woran ich denke? An den Abend, als mir deine Mutter einen von ihren Ohrringen gab. Ja. Sie sagte, die würden zusammengehören. Und solange jeder seinen Ohrring hat, solange seid ihr zusammen. Ja, Cal hier. Oh, ich verstehe Sie ganz schlecht. Ja, wer ist da? Hallo. Ja, jetzt höre ich Sie auch. Worum geht's? Was für ein Unfall denn? Geht's Vicky gut? Was ist denn passiert? Oh mein Gott. Dad? Schau doch mal, was ich da gerade neben der Bühne gefunden habe. Es ist einer von Moms Ohrringen. Was hast du? Mom hat mich genau um 11.15 Uhr angerufen. Ich habe auf die Uhr gesehen. Und wann hat sie dich angerufen? Ich habe die Briefe eingesteckt und dann so etwa 11.30 Uhr. Und dann kam ich her. Wer war da dran? Bill Morgan hat eben angerufen. Das Flugzeug mit deiner Mom und ihrer Band ist heute abgestürzt. Heute 10 von 9. Das ist doch unmöglich. Das muss ein Irrtum sein, weißt du. Wir haben danach noch mit ihr geredet. Nach 11. Das kann nicht. Ja, das haben wir. Das muss ein Irrtum sein. Es ist keiner. Das also war ihr Geschenk. Sie hat uns ein letztes Mal zusammengebracht. Sie ist jetzt bei uns. It's when I fall in love with you. Als Molly und Cal Vickys Anrufe erhielten, war das Flugzeug längst abgestürzt. Könnten sich beide wohl in der Zeit geirrt haben? Doch wie kam dann der Ohrring in die Bar, den Molly neben der Bühne gefunden hat? War das gar nicht Vickys Ohrring? Molly hat ihn doch erkannt.
War der Ohrring ein letztes Lebewohl für Tochter und Ehemann? Oder haben Sie noch niemals solchen Unsinn gehört? Eine Pistole. In vielen Filmen beendet unser Mr. 44 den Streit, wenn alles andere versagt hat. Nur der große Geschichtenerzähler William Shakespeare, der kam noch ohne sowas aus. Natürlich waren seine Stücke nicht frei von Gewalt, doch selbst in seinen Tragödien gibt es reichlich Anflüge von Ironie. Ironie und Gewalt spielen gleich eine gewichtige Rolle. Doch im Gegensatz zu Mr. Shakespeare brauchen wir dazu dieses Ding hier. Sharon saß fast immer am Computer, selbst während der Mittagspause. Sie ist meine Chefin und sie ist meine beste Freundin. Es gibt nichts, was wir nicht füreinander tun würden. Du bist ja noch hier, Sharon. Ja, gleich. Ich will nur noch diesen Auftrag hier bearbeiten. Komm schon, die anderen gehen alle zur Valentinstagparty. Nur noch ein paar Minuten. Ich weiß, aber trotzdem. Nicht an deinem Hochzeitstag. Habt ihr was Besonderes vor? Flugtickets? Mhm. Eine super Idee. Wo fliegt ihr denn hin? Paris. Leicht verspätete Flitterwochen. Und wie ich dich kenne, willst du deinen John damit überraschen? Sharon muss geahnt haben, dass irgendwas faul war, als sie das Auto in der Einfahrt sah. John kam sonst nie mit dem Dienstwagen nach Hause. Sie steckte wahrscheinlich voller böser Vorahnungen. Aber natürlich ging sie ins Haus. Was hätte sie auch sonst tun sollen? Hallo? John? John war Ausbilder bei der Polizei. Bei seinen Anwärtern war er überaus beliebt. Was ist denn? Da war eben was. Oh Gott, deine Frau vielleicht? Nein, ganz sicher nicht. Die kommt nie vor sechs. Dann waren es irgendwelche Viecher draußen. Komm her. Nein. Jemand ist hier im Haus. Ich werde nachsehen. Sharon, hör zu, ich kann raus hier! Mach, dass ihr hier rauskommt! Nein, bitte, du musst mir zuhören, Sharon. Nein, spar dir deine dreckigen Lügen! Sharon, mach keinen Unsinn. Wie kannst du mir das antun, John? Sharon. Heute ist unser Hochzeitstag. Die Pistole runter! Na los! Sharon! Gib das Ding her, Sharon! Hör auf, Sharon! Es gab keine Rettung mehr für Sharon. Sie war auf der Stelle tot. Es ist ein schwerer Schicksalsschlag, die beste Freundin zu verlieren, aber in diesem Fall war es noch dazu eine absolute Gemeinheit. John war nichts nachzuweisen und so schloss die Polizei die Akte. Aber damit ist diese Geschichte noch nicht zu Ende. Alle wussten, dass er sie erschossen hatte.
Und eines Tages stattete ihm jemand einen Besuch ab. Und es war kein Höflichkeitsbesuch. Dort in seinem Garten war er die perfekte Zielscheibe. Und an diesem Tag schlug das Schicksal zu. Natürlich könnte ein Mord niemals einen zweiten rechtfertigen. Und zum Glück traf ich auch nur den Baum. Er hat nicht mal den Schuss gehört. Irgendwann hatte er diese Frau geheiratet. Sie mochte Sharons Baum nicht und John sollte ihn fällen. Er erinnerte sie wohl an Sharon und an diesen furchtbaren Tag. Eins, zwei, drei. Es war kein Herzschlag, wie der Blutfleck auf seinem Hemd beweist. Die Kettensäge hatte die Kugel im Baum getroffen und sie in Johns Brust katapultiert. Manchmal sorgt das Schicksal eben doch für Gerechtigkeit. Traf eine Kugel, die jemand in einen Baum geschossen hat, tatsächlich mit Verspätung den richtigen? Auch Blindgänger aus den Weltkriegen sind, wie wir wissen, erst Jahre später hochgegangen. Aber die Kugel in unserer Geschichte wurde wirklich abgefeuert. Ganz sicher, aber kaufen Sie uns auch das mit der Kettensäge ab? Hat sich alles wirklich so abgespielt? Oder war diese Geschichte nur eine Platzpatrone? Manche von uns hatten schon einmal den Gedanken, sich irgendwann ein Haus zu kaufen. Doch man steckt nicht nur sein Geld in einen Hauskauf, sondern auch seine Emotionen, Hoffnungen und Träume. Alicia Adams sucht nicht irgendein Haus, es ist sehr viel mehr, was sie will. Sie will sich einen Traum erfüllen. Es war einer dieser Tage, von denen es mehr geben sollte. Saubere, frische Luft, die Sonne schien, aber es war auch nicht so heiß. Der Geruch von gemähtem Gras mischte sich mit dem Duft der Orchideen. Und dann war da dieses wunderschöne Haus. Es war einer dieser Tage, in denen Frühling und Sommer ineinander übergehen. Es war unglaublich. Es stimmte einfach alles. Fast alles. Es war nur ein Traum. Okay, raus aus den Federn. Wir wollten uns Häuser ansehen. Ich weiß, welches Haus ich will. Ich habe letzte Nacht davon geträumt. Es ist Wahnsinn, Daniel. Zwei Stockwerke, ein großer Garten, Fensterverzierung. Ja, das gibt's nur in deinen Träumen. Wir suchen was Billigeres. Hey, hier steht was. Guck mal. Okay. Lass mich raten. Kein Butler. Kein Seeblick. So ein Blödsinn. Ist der Rasen nicht grün genug? Sind die Nachbarn zu dick? Das Haus ist schon in Ordnung, nur leider ist es nicht das... Nicht dein Traumhaus. Und wieso nicht? Genau. Dieses Haus gibt es nur in deiner Fantasie. Es war genau wie in den Nächten davor. Ich träumte wieder von diesem Haus. Und es war wieder mal ein wunderschöner Traum. Ich ging in die Eingangshalle. Ich wurde fast hineingezogen. Es war, als ob ich es eingerichtet hätte. Ich wanderte von einem Zimmer zum nächsten. Ich wusste, dass ich nur dieses Haus wollte und kein anderes.
Und ich wusste, dass dieses Haus eines Tages mein Haus sein würde. Alicia? Alles in Ordnung. Du redest im Schlaf. Dieses Haus, ich war wieder da. Diesmal war ich sogar drin. Oh, es war wundervoll. Parkettboden, französische Türen zum Garten raus. Es wird unser Haus sein. Glaub mir, irgendwann wohnen wir da. Es ist nicht nur ein Traum, Daniel. Naja, vielleicht finden wir auch eins in der Art. In ein paar Jahren. Wenn wir es mal wirklich bezahlen können. Hey, okay? Ich liebe dich. Ich muss los. Bis nachher. Es ist fast um die Ecke in Glencoe. Ach, Daniel, da waren wir doch letzte Woche schon mal. Ja, das war aber eine andere Anzeige. Es wird nicht gerade dein Traumhaus sein, also erwarte nur nicht zu viel davon. Mach dich nicht darüber lustig. Es gibt einen Grund dafür, dass ich seit Monaten von nichts anderem als nur von diesem einen Haus träume. Ich vermute, das ist auch der Grund dafür, dass wir seit Monaten... Halt, Daniel, stopp! Das ist es, das Haus! Das Haus, von dem ich geträumt habe. Unglaublich. Der Garten. Schätzchen. Die Garage. Ja, ja, sehr schön. Komm schon, Daniel. Hey, warte, Alicia. Einfach reinmarschieren, ohne zu klingeln. Das ist Einbruch oder sowas. Hier wohnt doch jemand. Der Flur, das Parkett, es ist alles da. Die französischen Türen. Ja, sehr schön. Komm mit in die Küche. Wollen wir nicht? Komm, wir gehen wieder. Oh, es ist fantastisch. Schau nur, diese Schränke. Schätzchen. Die Einbauten, es ist alles da. Ganz ruhig. Die Kochnische, davon habe ich dir doch erzählt. Die Fensterverzierungen. Kann ich helfen? Ich heiße Margaret. Ich bin hier die Grundstücksverwalterin. Daniel Adams, meine Frau Alicia. Hi. Hi. Wir sind auf Haussuche und... Die Besitzerin hat sich heute Morgen zum Verkauf entschlossen. Daniel! Darf ich Ihnen das Haus zeigen? Schau dir mal den Garten an. Und hinter dem Haus gibt's einen Swimmingpool. Okay, sieh selber. Ist Ihre Frau schon mal hier gewesen? Auch wenn das Haus nicht unsere Preisklasse war, wollte ich, dass wir zumindest ein Angebot machen. Natürlich war es aussichtslos, aber ich hätte sonst keine ruhige Minute mehr gehabt. Kannst du das bitte lassen? Ich bin nervös. Ich will das Haus, Daniel. Ich will's einfach. Schau dich um, dann weißt du wieso. Was soll ich sagen? Ja, es ist wirklich wunderschön. Nur werden sie sich über unser Angebot wahrscheinlich totlachen. Du wirst sehen. Nun... Tja, und damit ist es Ihr Haus. Oh. Daniel! Wie kann denn das sein? Dieses Haus ist doch... Sehr viel mehr wert, ganz richtig. Ich sollte es aber an den ersten Interessenten verkaufen, Punkt. Warten Sie... Mit dem Haus ist alles in Ordnung. Es gibt wirklich nichts, das... Nur leider denkt die Eigentümerin, hier geht ein Geist um. Okay, mit Geist oder ohne, ich will dieses Haus, Punkt. Oh, Mrs. Science, dies ist das Ehepaar, das ihr Haus kaufen wird. Sie? Sie sind der Geist. Sie wandeln durch dieses Haus. Sie waren fast jede Nacht hier. Das Ganze war mir etwas unangenehm, aber ich hatte es ja nicht mit Absicht gemacht. Hat Alishas Geist wirklich den Körper verlassen? Hat sie die Besitzerin auf diese Weise zum Verkauf überredet? Denn Mrs. Science war ein Nervenbündel, im Haus ging ein Geist um. Ja, die Ärmste ertrug diesen Spuk über ein paar Monate. Dann sah sie Alicia und sofort erkannte sie ihr Phantom wieder. Möglicherweise hat sie sich geirrt, aber wenn das der Fall ist, woher kannte sich Alicia wohl so gut in der Villa aus, wenn sie vorher niemals da war? Natürlich könnten wir die Story auch erfunden haben.
Wie immer wollen wir nun die heutigen Geschichten nochmal im Schnelldurchlauf an uns vorüberziehen lassen. Wie bereits erwähnt, sind nur einige davon wahr, bei den anderen handelt es sich um Erfindungen. Ein paar Mal wollten wir sie reinlegen. Schauen wir nach. In der ersten Geschichte ging es um eine Frau, die eine Erscheinung im Spiegel hatte. Ist diese Geschichte die Wahrheit und nichts als dieselbe? Na, aber sicher, die blanke Wahrheit. Aber ich sage. Und die Geschichte über den Todeskandidaten, der noch einmal davonkam, weil der elektrische Stuhl defekt war. Sturm! Und so etwas halten Sie für unmöglich, ja? Dann gratuliere ich. War eine Erfindung. Vicky? Und die Geschichte, in der eine Familie durch den Anruf aus dem Jenseits ein letztes Mal zusammengeführt wurde? Worum geht's? Was für ein Unfall denn? Geht's Vicky gut? Was ist denn passiert? Und diese traurige Geschichte? Sie denken also, das war so? Pech gehabt. Nur erfunden. Und die Geschichte über die erschossene Ehefrau, den treulosen Polizisten und die späte gerechte Strafe. Sie halten dies für eine Erfindung? Es war keine. Diese Kugel traf ihn wirklich ins Herz. Die letzte Geschichte, in der Lisha ihr Traumhaus sucht und eine Überraschung erlebt. Oh, Mrs. Science, dies ist das Ehepaar, das ihr Haus kaufen wird. Sie? Sie sind der Geist. Tja, was halten Sie von dieser Geschichte? Ist das wirklich passiert? Ja, na sicher. Und? Konnten Sie Wahrheit und Lüge noch auseinanderhalten? Drei Geschichten lagen wahre Begebenheiten zugrunde und zwei davon waren frei erfunden.